kommen ohne Ausnahme, zumindest damals befassen, von einem Einreiter bauen, das absolute Absolut auf dem Raum. Dieses Gefühl fasst sich in die Augen der Formel 1. Und das nennt man die Vorstrategie Es ist die ganz große Bewerbungsprobe. Hier ist sehr professionell arbeiten. Und da muss man dann auch Ja, in der ersten Startreihe. Sascha Maassen, der im Training eine blitzsaubere Leistung verbrachte. Premiere in der zweiten Auflage, so möchte ich es nennen, hier in Hockenheim präsentieren. Der ist nämlich unterwegs mit einer Live-Onboard-Kamera und wird also dann gleich den Fernsehzuschauern von Dreisat, die live ein bisschen Daumen drücken, ist angesagt. In den Zoll, da hatten wir noch ein kleines Problem, beziehungsweise der Alexander hat ein Problem. Wir kamen nämlich nicht allzu weit, nur bis in die erste Ecke, da war die Nummer gelaufen, weil das Auto woanders stand. Hineinhorchen in die Stimmung des Österreichers. Bitte schön. Ja, Rucker, danke. Ich bin hier direkt bei Alexander Wurz. Erste Startreihe. Alexander, die Frage. Das ist eigentlich schwierig, ich bin noch nicht informiert. Auf jeden Fall habe ich mit den Leuten von Beginn der ausgemacht, ich werde nicht führen. Der hinterm Flaschen nachkommt, das muss dann ein Bilder holen und der ist in der letzten Runde in den Hof. Mit mir ausgemacht, das hat er mir fest versprochen, damit es Actionbilder gibt, dass er die Führung frühestens in der vorletzten Runde übernimmt. Ja, mein Freund, wäre wunderschön, wenn es so klar ist. Der Routini im Championat. Bitte, euer Aufschlag. Ja, Sascha Maassen, vor 14 Tagen beim Bergischen Löwen in Zolle, Saisonauftakt für die diesjährige Formel 3 DM. Das gab Rang 2 für Sie, heute einen echt ausgetragenen Lauf. Wie sieht es aus? Rechte Chancen auf den Sieg oder vom Start ab und danach werden wir halt weitersehen. Ihr Vorgänger im vergangenen Jahr, Jos Verstappen, Sieger, diesmal ist das noch ein bisschen hochgegriffen. Jos hat sicherlich einen sehr großen Schritt gemacht und das ist sicherlich sehr wünschenswert, aber auch sehr schwer. Man sollte nicht damit rechnen unbedingt. Okay, warten wir es ab, wenn es besser kommt als gedacht, umso besser für uns alle. Vielen Dank, Sascha Maassen, erstmal. Sascha, du weißt, dass ganz viele Leute dir die Daumen drücken, dass dieser große Schritt in deiner sportlichen Karriere, dass der irgendwann funktionieren möge für den 24-jährigen Studenten der Betriebswirtschaft aus Aachen. Erste Reihe, also damit gelb-weiß, Sascha Maassen, und schwarz mit den weiß-roten S-Com-Aufklebern auf den Seitenkästen. Das ist das Team, das von Sigi Müller Junior, dem ehemaligen Tourenwagen-Europameister aus Hagen, eingesetzt wird. Der Mann dort am Bono, Alexander Wurz, mit der Startnummer. Haben Sie vielleicht in der Saisonvorbereitung hier in Hockenheim ein bisschen mehr getestet als im ersten Zoller? Könnte das ein Vorteil sein? Ist der ehemalige Staatsmeister in der Tschechei, also in der ehemaligen Tschechoslowakei. Heute in der Tschechien war er dreimal Meister in der Formel Skoda, während das Feld jetzt auf die Einführungsrunde fährt. Nach Yamamoto, dann Tommy Winkelhock in 62, mehr als 1925. Wunderbar, machen wir lieben gerne. Ich höre gerade, wir haben da unten auch noch Gäste, unsere Gäste aus der Formel 1. Da würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir den gleich nochmal dran haben. Kann der andere jetzt nicht der Herr gucken, aber den jungen Namen will ich jetzt noch gar nicht sagen, aber den dann gleich mal gucken, wo man das Mikrofon bekommt. So, das Feld zieht jetzt in die Einführungsrunde, in der ersten Startreihe. Euer also Sascha Maassen, der Routinier, Alexander Wurz, der Youngster mit seiner Rennkamera an Bord. Wir haben also jetzt in den Hochschulen, was auch noch ein zweites Bilder liefern wird. Und ich hoffe, er hält sich an die Absprache, die er mir ganz fest versprochen hat. Frühestens 2 Runden vor Schluss wird die Führung übernommen. Ansonsten bleibe ich erstmal dahinter, um schöne Bilder zu bringen. Und dann will ich nicht, dass die jetzt alle in Fahrtrichtung auf der linken Seite fahren. Das ist die sogenannte saubere Seite. Dort, wo es auch im Rennbetrieb gefahren wird. Der andere Seite liegt sehr viel gut, die abdeckt, und zwar diese kleinen Kügelchen, die sich immer wieder von der Tricksland verabschieden. Und die Verträgen, die halten dermaßen, dass man dann wirklich anschließend ein Schlachtproblem bekommt. Aus dem Grunde bleibt man ganz lange links und sieht wirklich erst im letzten Augenblick rüber. Im größten Feld, das ich je gesehen habe, ist der Formel 3 hier in Hockenheim, zumindest in den letzten Jahren. Man ist absolut an der Kapazitätsgrenze der Rennstrecke. Wir haben 28 Autos dürfen ihn hier nicht antreten. Alles steht parat.
Der Mannschaft von Mike Graf und Alexander Wurz, aber der eine, der liegt in Führung. Und
Yeah.